Ich habe schon gesagt, wenn das Zwilling ist und du bist nicht da, ich falle einfach um. Ich sehe gar nichts. Ich erkenne nichts. Aber es ist okay. Ist unser Kind ist da drin. Ich habe echt mit Schwangerschaftsübelkeit zu kämpfen. Was geht ab, Team Tapia? And welcome back zu einem neuen Video. Und wir wollten einfach mal alle neuen Zuschauer begrüßen. Die letzten zwei Videos waren einfach in den Trends. Vielen Dank dafür, dass es wirklich übersteigt unsere Vorstellung. Hätten wir echt nicht erwartet. Genau. Und in diesem Video seht ihr den Ultraschall, den allerersten Ultraschall, den wir ja schon in Hamburg abgedreht haben. Wir befinden uns gerade noch in Bayern. Wollten uns vorab einmal melden, dass ihr nicht verwirrt seid. Und eigentlich wollten wir euch nur viel Spaß beim Video wünschen. Ganz genau. Viel Spaß. So, Juna, möchtest du in die Kita? Ja. Okay, dann komm. Tschüss, gib die Mama einen Kuss. Komm. Spaß. Bis später. Du bist noch schnell. Mama. Also. Ciao, Mama, sagt sie. Wollen wir noch schnell deine Hände waschen und Zähne putzen? Ja, nein? Ab ins Badezimmer. Wow. Wow, welche Farbe ist das? Schnecke, das ist rot. Was sind für blau? Ja, Vogel, Ball, hier weggewaschen. Warte mal kurz. Warte. Sissi. Kannst du deine Hände abtrocknen so lange? Mal Fuß rein da. Hopp, hopp. Ah, was geht ab, Team Tapia? Welcome back zu einem neuen Video. Genau, zu einem neuen Video. Es geht wieder los, die Serie. Schwangerschaftsupdate, Nee, was für Schwangerschaftsupdate? Frauenarzttermin. Ja, ist aus gleich, oder? Ich bin aus der Übung. Ist schon ein paar Tage her seit dem letzten Kind. Erst einmal vielen lieben Dank für die ganzen Glückwünsche des letzten Videos. Auch wenn es jetzt noch nicht online ist, wir wissen, dass ihr einfach hinter uns steht. Deswegen bedanken wir uns jetzt schon mal für die zahlreichen Nachrichten. Wundert euch nicht, wir sind ein bisschen verschnupft. Juna hat, glaube ich, jetzt schon wieder eine Erkältung mitgebracht. Und heute steht der erste Frauenarzttermin an. Also wirklich der allererste in unserer Schwangerschaft. Wir wissen es zwar schon bereits jetzt seit 3 Wochen. Ungefähr, ja. Seit 3 Wochen, ja. Dass wir schwanger sind. Aber wir haben es, da es ja mehr als geplant war, sehr früh, also in einer sehr, sehr frühen Woche entdeckt und konnten deswegen nicht früher zum Frauenarzt. Deswegen haben wir erst jetzt unseren Termin. Und wie fühlst du dich? Ich bin voll aufgeregt. Ich hoffe natürlich, ich denke, diese Gefühle hat jede Mama. Ich hoffe einfach, dass alles in Ordnung ist. Und wir hoffen, okay, was heißt wir hoffen, dass es nur eins ist? Genau. Jody meint, das Problem ist, ich darf nicht mit rein. Wer die letzte Schwangerschaft verfolgt hat, ich war bei jedem Ultraschalltermin dabei. Dieses Mal darf ich nicht mit rein. Das ist natürlich sehr traurig, aber es ist, wie es ist. Wir haben uns damit abgefunden. Jody ist einfach die Situation. Genau, Jody wird probieren, das mit dem Handy aufzunehmen. Ich komme aber natürlich mit, begleite sie und warte unten im Auto. Genau. Und das Krasse ist, wir denken uns auch, stell dir vor, es sind auf einmal Zwillinge. Zwillinge. Und also. Ich habe schon gesagt, wenn das Zwilling ist und du bist nicht da, ich falle einfach um. Ich falle einfach um. Ich mache einfach einen Klappmann. Das wird krass. Also das wird echt krass. Aber ist die Wahrscheinlichkeit wird schon nur eins sein. Also, ja? Ja. Ja. Hoffe ich zumindest. Aber bevor wir losfahren, wir wollen im nächsten Video gerne all eure Fragen zu unserer Schwangerschaft beantworten. Also schreibt sie mal jetzt direkt in die Kommentare. Im nächsten Video gehen wir auf all eure Fragen ein und wir würden sagen, wir fahren jetzt erstmal los, weil wir haben es eigentlich eilig. In einer halben Stunde ist der Termin und das sind noch 10 Kilometer. Also, bis jetzt. Bis jetzt? Was? Bis gleich. Also, egal. Tschüss, mein Schatz. Tschüss. Viel Spaß. Ich warte dann hier. Ich muss sagen, es ist echt traurig, dass ich hier bleiben muss. Echt. Ja, ist echt traurig. Ich werde dir berichten. Ja, film schön fleißig, ne? Ja. Ich muss echt gestehen, bevor Jody schwanger war, ich habe mich so auf dieses ganze Abenteuer gefreut, diese ganzen Frauenarzttermine. Ne? Wenn ihr die ganzen Ultraschall-Videos noch nicht gesehen habt, wir verlinken euch die gerne in der Beschreibung von der letzten Schwangerschaft. Es war einfach so ein schönes Erlebnis, so ein schönes Abenteuer und das macht mich echt traurig, dass ich dieses Mal nicht mit darf. Ich weiß, ich bin nicht der Einzige und das ist vielleicht auch Meckern auf hohem Niveau, aber ach ja, ich werde jetzt noch ein bisschen arbeiten und warten, dass Jody rauskommt. Das wird bestimmt mindestens noch eine Stunde dauern. Ja, mach. Danke.
So, jetzt erstmal wieder schön den Becher pinkeln. Man kennt es. Eine halbe Ewigkeit später. Ich bin aufgeregt. Alles gut. Warte, sie kommen doch jetzt mal rein. So. Sind es Zwillinge, ja oder nein? Nein. Eine Fruchthülle mit Herzschlag. Mit Herzschlag? Ja. Sie meinte, man kann das gerade mal eben so sehen. Wir sind erst in der 6. Woche. 6. Woche? Sprich, wir müssten es eigentlich in der 1. oder 2. Woche erfahren haben. Wow. Ich dachte eigentlich schon, wir wären in der 8. oder so. Dementsprechend ist der errechnete Geburtstermin auch ein bisschen früher. Wow. Ein Sommerbaby. Kleine Erbse. Ganz klein. Ganz klein? Hast du gefilmt? Ja, natürlich. Oh, zeig mal her. Ich glaube, da können mich alle Eltern fühlen, oder? Wo ist das? Hast du sehen, da. Sieht auch so flatterhaft mäßig aus, ne? Ja. Oh. Sie hat gesagt, eine Fruchtblase. Eine Fruchtblase, okay. Was ist jetzt 26. Juli? Ach, das ist wieder dieses. Was hatte ich jetzt gesagt? 23.10. meine ich, war der erste Tag der letzten Regel. Sie sehen, das meine ich, ne? Taucht immer wieder auf. Aber noch nicht, weil es einfach noch zu klein ist. Nicht ganz klar, dass man sagt, sie zählt danach aus, dass es so flattert auch. Doch, also, das hat sie dann später nochmal Herzaktion gesehen. Aber gesehen, dass es Herz Nur nicht so ganz klar, wo ich sagen würde, dass es ganz eindeutig ist. Aber dementsprechend, es kommt ja darauf an, in welcher Woche sie sind. Ja. Ob das nicht doch einfach noch zu früh ist. Mhm. Auch. Okay. Ja, warte. Da sieht man es dann. Warte. Später entstanden, das meinte ich so mit, oh, dem, okay. Mit dieses Flattern. Ja. Ist das dann schon Herzaktion? Dann wäre das für mich das Herz dann auch. Schön. Vollkommene Entwarnung kann ich Ihnen erst in 2 Wochen geben danach. Ja. Aber sie sieht doch schon sehr danach aus, dass es dann aber auch, und das ist auch in der. Dann habe ich gesagt, das geht nicht, weil da sind wir nicht da. Also eigentlich wäre Termin nochmal in 2 Wochen. Okay. Ja, also wir ja nicht da. Ja. Deswegen dann am 3. Januar, also jetzt genau in einem Monat dann. 3. Januar, okay. Puh. Oh, crazy. Da ist unser Erbsi. Könnt ihr das sehen? Das ist fast noch besser, oder? Hier. Ich sehe gar nichts. Ich erkenne nichts. Aber es ist okay. Ist unser Kind ist da drin. Und wir haben schon ein Herzflattern. Das ist gut. Ach, da erkennt man doch genauso wenig, oder? Oh, crazy. Mhm. Verrückt. Ja, lass uns jetzt mal nach Hause fahren. Was hast du gerade eben gesagt? Ich sagte unglaublich, dass es ein kleines, mini-kleines Wesen, was auf dem Ultraschallbild wirklich erst so eine Erbse ist, schon solche Beschwerden machen kann. Ich habe echt mit Schwangerschaftsübelkeit zu kämpfen. Schreibt mal in die Kommentare, wie gesagt, eure Fragen zu, welche Beschwerden hast du, was auch immer, zu unserer gesamten Schwangerschaft. Wir machen daraus ein komplett separates Video, da werden bestimmt einige Fragen zusammenkommen. Stimmt. Und der erste Frauenarzttermin ist ja was ganz Besonderes. Wir sind erstmal beruhigt, dass alles eingenistet ist. Und das Herzchen schlägt. Und das Herzchen schlägt. Der nächste Termin ist dann im neuen Jahr direkt. Und nach wie vor ist es traurig, dass ich nicht mit darf. Also, ich weiß nicht, wie war es bei euch jetzt gerade in den letzten 2 Jahren? Ach, das ist einfach, es ist so ärgerlich. Ich filme immer fleißig für dich. Du filmst immer fleißig, ja, Gott sei Dank. Ja, in dem Sinne hoffen wir, ihr hattet Spaß bei, ja, und ihr folgt uns weiterhin. Apropos, abonniert den Kanal. Seid dabei bei unserem... Glocke aktivieren. Genau, bei unserem neuen Abenteuer. Würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Wenn es wieder heißt, Johnny, Jody und Juna. Macht's gut. Und wir holen jetzt noch. Und Baby. Und Baby. Und Baby. Und Baby. Stimmt, und Baby. Ja. Macht's gut. Baby.